Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Frank Bufflip und ich bin Apotheker aus Leidenschaft. Ich werde immer mehr gefragt, was hältst du von Detox-Kuren, von Detox-Partys oder von Detox-Diäten? Und dazu muss man erstmal wissen, Detox, was bedeutet das? Bedeutet entgiften und es ist so, dass Obstsäfte, Gemüsesäfte, Entspannungsbäder und Entspannungsübungen bei Detox im Vordergrund stehen. Und die Idee dahinter ist, dass wir unser Körper, wo Leber, Niere, Haut, Darm und das lymphatische System eigentlich dafür zuständig sind, unser Körper von den Giftstoffen zu befreien, das nicht mehr alleine schafft. Und deswegen gibt es sogenannte Detox-Kuren, um verschiedene Schadstoffe aus unserem Körper herauszubekommen, die wir nicht mehr alleine damit handeln können. Und das ist zum einen die ungesunden Nahrungszusatzstoffe, die Zusätze, die in den Nahrungsmitteln, in Fertigprodukten drin sind. Das sind ungesunde Fette, ungesunder Rohrzucker, Nikotin, Alkohol sowie Umweltgifte, aber auch negativer Stress. Und Detox ist so gestrickt, wie funktioniert das Ganze? Wir haben eine sogenannte Detox-Kur, da gibt es zwei verschiedene Varianten. Ich stelle euch heute beide vor. Und die erste Variante, die geht eigentlich so, dass man am ersten Tag eine sogenannte Darmentleerung macht. Man führt ab, sodass der Darm komplett leer ist. Warum macht man das? Um alles aus dem Körper schon mal rauszubekommen, was nicht gut ist und das im Darm schon drin ist. Dann fängt man an mit sogenannten Safttagen. Hier werden Gemüsesäfte und Obstsäfte verwendet. Und diese Gemüse- und Obstsäfte, die darf man zu sich nehmen. Man darf noch Tee, also Kräutertee und Wasser zu sich nehmen, aber mehr nicht. Das heißt, keine feste Nahrung erstmal für dich. Dann, warum macht man das? Man will den Stoffwechsel und das Verdauungssystem anregen, so richtig in Schwung bringen. Und dann setzt man noch zusätzlich ballaststoffreiche Säfte mit zu, also sogenannte Rohkostsäfte. Und je nachdem, wie lange du das machst, musst du dann auch wieder eine Entwöhnung von den Säften hinbekommen und du wirst langsam auf feste Lebensmittel wieder herangeführt. Begleitet wird das Ganze immer noch durch Saunagänge, Massagen, Spaziergänge. Das ist im Endeffekt noch wichtig zu wissen, dass der Detox-Ansatz immer noch ein ganzheitlicher ist. Das heißt Ernährung, aber auch zusätzliche Entgiftungsdinge wie Spazierengehen, Sport und Saunagänge wie Massagen sind auch noch wichtig. Wie kann man das machen? Man macht entweder einen Detox-Tag in der Woche oder es gibt sogenannte Detox-Wochen. Eine Woche, zwei Wochen im Jahr. Das ist möglich. Falls du mit den Säften nicht so gut klarkommst, gibt es auch noch die Alternative, dass du sogenannte basische Lebensmittel als Alternative nimmst. Was sind basische Lebensmittel? Basische Lebensmittel sind zum Beispiel Vollkornprodukte, aber auch normales Obst, normales Gemüse, Salate, das gehört alles mit dazu. Was darfst du nicht zu dir nehmen, obwohl du Festes dann da zu dir nimmst? Das ist zum Beispiel Fleisch, Käse. Da hast du noch das Problem, dass du zum Beispiel Süßes, Alkohol, Nikotin, alles vermeiden musst, also eine Vermeidungsgeschichte. Und deswegen ist es so, dass Detox wirklich keine Diät im weitesten Sinne sein sollte, weil diese Diät immer auf Verzichten aus ist. Und wenn du verzichten musst, dann hast du am Ende einen sogenannten Jojo-Effekt. Und deswegen ist dieser Detox-Gedanke wirklich nur für eine Kur erstrebenswert, wo man mal einen Tag oder eine Woche damit umgehen sollte. Aber als Diätform empfehle ich das nicht, weil du sonst in eine Mangelernährung einfach kommst. Das bedeutet, Detox für eine kurzfristige Kur sehr, sehr gut, aber als Diätform bitte nicht machen, ist nicht empfehlenswert in meinen Augen. Und es gibt auch sogenannte Detox-Partys, die werden in Großstädten manchmal durchgeführt. Dort gibt es dann kein Alkohol, sondern solche Gemüsesäfte und Obststände, wo man sich dann gesund ernähren kann. Falls du noch hierzu Informationen haben möchtest, dann schreib mir auf jeden Fall unter die Kommentare, das interessiert mich sehr. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Dein Frank, mach's gut, ja? Ciao.